Leute, ich hätte hier mal wieder eine kleine, feine Verlosung für euch. Ein paar Blu-rays, DVDs zu Game of Thrones gibt's, Taschen und eine coole Drachenfigur, genauso wie Hoodies zu Marvels Daredevil. Aber erst einmal kurz zu den Regeln, wie jede Woche für alle neuen Zuschauer, die dazugekommen sind. Ich werde euch gleich zeigen, zu welchem Film oder Serie ihr was gewinnen könnt und werde zu jedem Produkt einen Kommentar sagen, dass ihr in die Kommentare unterhalb dieses Videos schreiben und vervollständigen sollt. Da es 5 verschiedene Filme sind, dürft ihr also maximal 5 Kommentare schreiben, weil das Ganze eine Zufallsverlosung ist und ihr sonst auf unfaire Art und Weise eure Chancen zu gewinnen erhöhen würdet. Für die Kommentare, um diese zu schreiben, habt ihr 48 Stunden Zeit bis übermorgen 15 Uhr. Datum und Uhrzeit sowie alle Filme findet ihr auch nochmal in der Infobox. Und nach Ablauf dieser Zeit wird per Zufallsverfahren ausgelost, wer der Gewinner oder die Gewinnerin sind. Und dann bekommt ihr von mir auf YouTube eine Direktnachricht mit herzlichen Glückwunsch, du hast das und das gewonnen. Ich brauchte noch euren Namen und eure Adresse. Und zack, habt ihr euren Preis für Umme im Briefkasten. So einfach ist es, so einfach bleibt es. Fragen, Sorgen, Nöte gerne auf Twitter und Facebook. Und lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach mal an. Zuallererst zu Game of Thrones, zum Heimkino-Release der 4. Staffel, beziehungsweise jetzt auch dem Start teilweise der 5. Staffel, hätte ich 2 sehr coole Taschen für euch. Ich zeige sie euch mal einzeln. Ich mag ja die hier super gerne mit Winter's Coming. Das ist so eine Stofftasche quasi mit diesem geilen Wolf einfach drauf. Und dann noch so eine lederne schwarze Tasche mit der Karte zu Game of Thrones drauf. Auch super, super cool. Aber vor allem hat es mir so ein bisschen dieser kleine Drache angetan hier als Miniatur. Wirklich ordentlich gemacht aus dem Material. Und das sind quasi 3 Preise zu Game of Thrones. Und wer einen davon abstauben will, schreibt in die Kommentare: Robert, meine Lieblingsfigur aus Game of Thrones ist, und mit ein bisschen Glück seid ihr Gewinner einer dieser Preise. Dann, als nächstes hätte ich zu Marvels Daredevil Netflix Original Series 3 Hoodies von Marvels Daredevil. Ich blende, die sind hier noch alle eingepackt, aber hier kann man das Logo schon sehen. Blende euch hier aber parallel mal ein, wie das Ganze dann wirklich aussieht. Und wer einen dieser Hoodies gewinnen will, 3 gibt es also. Ich glaube, die haben alle Größe L, wenn ich mir da hoffentlich nicht unsicher bin. Schreibt in die Kommentare: Robert, mein Lieblings-Superheld ist, und auch da, wenn ihr ein wenig Glück habt, könnt ihr ein Hoodie zu Marvels Daredevil gewinnen. Dann hätte ich für euch noch 2-mal die Serie Fargo auf Blu-ray, momentan im Heimkino-Release, und ist quasi die Serie, die aus dem Grundfilm der Coen-Brüder eine Serie gestrickt hat. Weltweit der Film unglaublich beliebt, die Serie auf IMDb absolut hoch geratet. Und wenn ihr bei wenn ihr eine Staffel gewinnen wollt von Fargos erster Staffel auf Blu-ray, schreibt in die Kommentare: Robert, meine krasseste Neuentdeckung an Serie im letzten Jahr ist oder war. Also welche Serie hat euch so richtig geflasht, von der es momentan nur die erste Staffel in Deutschland erhältlich gibt? Jedes Kommentar in diese Richtung kann von Fargo 1-mal die Blu-ray der ersten Staffel gewinnen. Dann hätte ich für euch noch Mordecai mit Johnny Depp unter anderem, ein sehr ungewöhnlicher Detektiv bzw. Dieb, der Schulden hat und gleichzeitig adelig ist, vor kurzem in den deutschen Kinos gewesen und jetzt kommt er eben auf Blu-ray und DVD Ende Mai raus. Und da hätte ich 3 Blu-rays und 3 DVDs für euch im Angebot. Und wenn ihr eine davon gewinnen wollt, schreibt in die Kommentare: Robert, mein Lieblingsfilm mit Johnny Depp ist, und schreibt in Klammern dahinter, ob ihr Blu-ray oder DVD haben wollt, damit ihr nicht die Blu-ray bekommt, wenn ihr nur in Anführungszeichen einen DVD-Player habt. Und zu guter Letzt ein kleiner, feiner Film mit Kevin Kline, Maggie Smith, My Old Lady. Die Geschichte eines Mannes, der eigentlich kaum Kohle hat, aber von seinem Vater eine prächtige Wohnung in Paris erbt, diese verkaufen will, weil die ist ganze 12 Millionen Euro wert, aber da wohnt eine Frau drin, die auf Lebenszeit dort wohnen darf, und er will sie am liebsten irgendwie rausekeln. Wirklich ein kleiner, feiner Film geworden, hat mich ein bisschen an ein gutes Jahr erinnert. Und wer Blu-ray oder DVD von My Old Lady gewinnen möchte, schreibt in die Kommentare: Robert, wenn ich jemand aus meiner Wohnung rausekeln müsste, dann was würdet ihr tun, um jemanden aus eurer Wohnung rauszuekeln? Und auch dort gerne wieder ein Klammer dahinter, ob ihr Blu-ray oder DVD haben wollt, damit ihr nicht, ihr wisst es schon, die Blu-ray gewinnt, wenn ihr nur einen DVD-Player habt. Und damit bin ich auch durch in meiner kleinen, feinen Verlosung und diesem coolen kleinen Drachen hier unter anderem und kann nur sagen, lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diese Verlosung mochtet. Lasst es bleiben, wir nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es noch ein paar Links um mich rum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.